für 100 Euro. Und wenn jeder nur 50 Cent oder 1 Euro zur Verfügung hat und spendet, dann da vorne eine kleine Box, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Dankeschön. Ich bin nicht für den Kinocafé. Ich wollte noch mal was sagen zum Thema, wie die USA agieren. Und zwar, vor kurzem war es noch so, dass in der EU, also dass die EU sich in allen Ländern eigentlich ziemlich gewehrt hat gegen diese Sanktionen. Dass es ganz klein angefangen hatte, mal mit ein paar Kontensperrungen etc. Und dann ging es aber sehr, sehr schnell, wo dann in Frankreich darüber geredet wurde, das zweite Schiff nicht auszuliefern oder wo jetzt Sanktionen beschlossen wurden, die auch Deutschland wirtschaftlich stark treffen, die Polen stark treffen, etc. So, wie kam das eigentlich zustande? Ich kann es sagen. Frankreich hat von den USA, in den USA, also die französische Bank, die BNP Paribas, hat in den USA eine Milliardenstrafe bekommen von einem zweistelligen Bereich. Einfach nur als Sanktion, deswegen, weil sie keine Sanktionen gegen Russland verhängen. Genauso war es in Deutschland. Deutsche Banken wurden in USA sanktioniert, haben Strafen bekommen, es wurden Ermittlungen gegen Industrieunternehmen eingeleitet, wegen angeblicher Verstöße gegen das US-Recht. Was macht die USA also hier? Sie bestraft die Länder dafür, dass sie nicht sanktionieren wollen gegen Russland, und dann auf diesem Weg ihr eigenes Recht in Europa umsetzen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die beschränken Industrieunternehmen und dann damit deutsche Unternehmen in Amerika sanktionieren, also Sanktionen gegen diese Unternehmen verhängen, damit diese deutschen Unternehmen Sanktionen in Russland verhängen. Das ist Erpressung. Was sind wir? Sind wir ein Vasall der USA, die nach den USA zu tanzen haben, wenn USA pfeift? Nein, sind wir nicht. Aber es gibt ja die G20. Und es wird den G20 in Kürze geben, den Gipfel. Und ich denke, da wird es ziemlich Druck geben von G20-Seite, und zwar auf die G7. Weil die G20 etablieren nämlich gerade einen neuen Währungskorb. Und der basiert nicht mehr unbedingt nur auf dem US-Dollar. Nachdem Deutschland nun die Sanktionen mit verhängt hat, hat überraschenderweise die USA haben die Ermittlungen eingestellt wegen der angeblichen Verstöße gegen diese Firmen. Seltsamerweise, diese Firmen sind auch dafür bekannt, die größten Parteispenden an CDU und SPD zu vergeben. Es ist so, dass mittlerweile sämtliche Freihandelsabkommen weltweit alle vor dem Scheitern stehen. Überall tun die Menschen sich erheben. In den politischen Foren wird dagegen gesprochen, weil es diese Durchsetzung der USA und der Kanada, der ganzen Staaten, ne, hinter verschlossenen Türen nicht gewollt sind. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Und das ist eigentlich das Positive, wenn man das sieht, dass diese ganzen Freihandelsabkommen mittlerweile vorm Scheitern stehen, weil die Länder selbst mittlerweile immer mehr erkennen, wie sie unter Druck geraten und wie die Globalisierung die Länder versklavt, also wirklich versklavt. Sie sind nicht mehr Herr ihres eigenen Handels. Sie können nicht mal mehr die Politik, die Bevölkerung wünscht, umsetzen, weil sie den Industrie dienen, weil sie dem Kapital dienen und damit der USA. Denn die USA verhindern die Lösungen, weil sie haben nämlich eine ganz große Sorge. Das Bruttoinlandsprodukt der USA resultiert aus 30-35% alleine nur aus der US-Finanzindustrie. Das sind keine Werte, die geschaffen werden. Das ist Derivate-Scheiß. Das ist das Bild der USA.
Warum ist denn das Römische Reich damals gescheitert? Obwohl sie doch Badehäuser und alles gebracht haben. Waren sie doch trotzdem... Sie haben Badehäuser gebracht, sie haben Infrastruktur gebracht und so weiter. Trotzdem war das Römische Reich verhasst. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Sie wurden immer größer und sie setzten ihre privaten Steuereintreiber ein. Sie setzten Statthalter ein und diese bedienten sich einfach beim Volk. Es gab immer höhere Steuern. Und wenn wieder mal ein kriegerischer Konflikt anstande, dann haben die sich eben einfach das geholt, was sie brauchten, ohne zu fragen. Das war das Problem des Römischen Reiches. Und deswegen ist das Römische Reich gescheitert. Und genau dies erleben wir jetzt mit den USA. Die USA ist am Ende. Die USA produziert nichts Werthaltiges. Die USA hat eine Finanzindustrie und diese Finanzindustrie hängt am Dollar. Und zwar am sogenannten Petrodollar. Immer mehr Länder, die sich vom Petrodollar verabschieden. Es ging damals los mit dem Irak, Saddam Hussein, der den Petrodollar abgeschafft hat und seinen Öl nur noch in Euro handeln wollte. Würden Sie jetzt bitte hier den Platz verlassen? Ich verweise Sie hiermit jetzt des Platzes. Danke. Das die Staatsverschuldung der USA beträgt momentan 101,5% des BIP. Die Staatsverschuldung im Durchschnitt in der EU beträgt im Moment 92,6% des BIP. Und wie hoch ist die Staatsverschuldung Russlands? Ist sie auch so hoch? Nein. Die Staatsverschuldung Russlands liegt bei 13,4%. Wer hat hier also ein Interesse an einem Krieg, wo alles zerstört wird, wo wieder aufgebaut werden muss hinterher, wo Rüstungsindustrie verdienen, wo Firmen verdienen, die Häuser wieder aufbauen, Fabriken wieder aufbauen und so weiter? Sind das die mit der geringen Verschuldung, die selbst leben können, die viel selber produzieren, wo sich die Bevölkerung zum Beispiel zu 70% in ihren Datschen selbst versorgt, also Russland? Oder sind es die USA, denen der Petrodollar verloren geht? Fragt euch das selbst. Außerdem sollte man vielleicht mal sich ein bisschen mit Gold beschäftigen. Und zwar, im Moment gibt es einen Goldwährungskrieg. Immer mehr Länder nun ihre Petrodollar eintauschen gegen Gold. Russland, China, Japan, Indien. Die Frage ist, Deutschland wollte 37 Tonnen Gold heimholen. Von diesen 37 Tonnen ist im letzten Jahr ein Bruchteil angekommen. Deutschland darf seine eigenen Goldreserven in den USA nicht anschauen. Anschauen, ob das Gold noch da ist. Die Meldungen über USA für den Goldbestand sind alles nur Zahlenwerte, die nicht nachgeprüft werden können, weil die USA niemanden in die Tresore schauen lässt. Mittlerweile ist es aber auch so, dass selbst russische Unternehmen, japanische Unternehmen, chinesische Unternehmen sich zunehmend vom Dollar trennen. Auch sie investieren mittlerweile in andere Währungen. Alleine Russland hat im letzten Jahr 10% seiner gesamten Dollarreserven abgestoßen. Die Firmen suchen sich Konten in Asien. Doch was passiert hier? Werden diese Konten wieder zurückkommen? Wird das Gold wieder verkauft? Werden durch die Sanktionen die Handelsbeziehungen, die jetzt zerschlagen werden, vielleicht in einem Jahr dann wieder neu hergestellt werden? Glaubt ihr das? Nein. Russland, China, die BRICS-Staaten, wir haben alle schon Lösungen gefunden für die ganzen Sanktionen. Brasilien soll jetzt zum Beispiel liefern, Argentinien soll liefern, China, Taiwan. Wenn diese Handelsbeziehungen einmal bestehen, dann sind die fest über Jahre, Jahrzehnte.
Wir sind dann abgeschnitten. Hier wird ein Keil getrieben in die Freundschaft der EU und Russland. Eine lange Beziehung, die seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden besteht, wird hier durch die USA zerschlagen im vollen Bewusstsein. Doch was wird denn daraus resultieren? Je weniger Wirtschaftsbeziehungen wir haben, umso größer ist das Risiko, dass auch immer mehr Manager etc. Vielleicht den Krieg befürworten. Die Gefahr ist einfach da. Ich sehe sie. Aber ich sehe auch, dass die Gefahr gebannt werden kann. Und zwar, indem wir jeden Montag aufstehen, indem wir schreiben. Schreibt eure Abgeordneten an. Schreibt jeden an. Schreibt öffentlich eure Meinung. Postet in Zeitungen, Leserbriefe. Überschwemmt die Medien mit euren Kommentaren. Erhebt eure Stimme. Sagt Nein. Wir müssen hier auch nicht rumschreien und fordern, schafft die Politiker ab oder sonst irgendwas. Ist gar nicht notwendig. Wir brauchen nur die kritische Masse zu erreichen, wo die Menschen anfangen umzudenken. Die liegt derzeit bei 5-10%. Wenn ich sehe auch, wie viele jetzt schon hier sind, und wenn ich sehe in die Gesichter schaue, die hier stehen bleiben, vorbeigehen. Gut, manche haben nicht so viel Zeit, aber irgendwas bleibt bei jedem hängen. Es bleibt auch bei jedem hängen, der nicht hier ist, der nicht kommen kann, der uns aber gedanklich und mental unterstützt. Und vor allen Dingen, wer noch Großeltern hat, die noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, fragt sie. Fragt sie, wie es damals so weit kommen konnte. Beschäftigt euch mit dem Ersten Weltkrieg. Überlegt, wie damals die politische Lage war. Und dann schaut auf die heutige Situation, ob ihr eventuell irgendwelche Vergleiche erkennen könnt. Wir haben auch noch eine ganz andere, ganz starke Waffe. Das sind wir selbst. Das sind wir und unser Konsum. Indem wir nicht in die Konsumtempel gehen, indem wir eben nicht die Waren der Länder oder Firmen kaufen, die Krieg unterstützen, indem wir regional einkaufen, unsere Kleinbauern zum Beispiel unterstützen, in die Hofläden gehen, indem wir uns gesund ernähren, indem wir das nächste Handy, den nächsten Laptop, das nächste Computerspiel oder die nächste Design-Jeans einfach verweigern. Oder die nächsten Nike-Schuhe. Und indem wir im Supermarkt das Wasser von Nestle stehlen lassen. Das müssen wir tun. Ich habe vor kurzem erst einen Artikel gelesen. Der hat mich ziemlich überrascht, weil ich auch die ganzen Jahre indoktriniert wurde, immer mehr, es muss immer größere Felder geben, damit sich Landwirtschaft lohnt. Agrarindustrie ist notwendig, um die Milliarden Menschen auf der Welt zu ernähren. Das ist falsch. Richtig ist, dass kleine Bauernhöfe, kleine Betriebe wirtschaften A, nachhaltiger, B, tierfreundlicher, C, mit weniger Pestiziden und sie sind wesentlich erfolgreicher. Wenn wir die ganze Agrarindustrie zerschlagen könnten, und überall auf der Welt es wieder diese kleinen Höfe geben würde, hätten wir das weltweite Hungerproblem gelöst. Dann wäre Nahrung keine Spekulation mehr. Die Firmen gehen überall auf der Welt auf Raubzug. Es ist gigantisch, was alleine in Afrika für Flächen angemietet, geleast oder gekauft werden für die große Agrarindustrie. Es ist unglaublich, was in den Balkanstaaten geschieht. Dort gibt es Investmentfonds, die kaufen Land, die produzieren dort Bioprodukte, angebliche Bioprodukte. Da gibt es schöne Bilder von Rinderherden, die über die Weide laufen. Aber das ist nur die Herde für die Fotos, für den Internetauftritt. Dahinter steht der Massentierstall.
Und dieses Fleisch wird dann verkauft. Und damit wird der Profit gemacht. Und damit verdienen Investmentfonds. Und wir kaufen dann Bio aus Bulgarien. Und genau da können wir selbst, wir alle, ansetzen. Das schaffe ich nie, sagte sich die halbe Menschheit. Aber wir sind viele und jeder Einzelne kann an sich arbeiten. Jedes Produkt, was ihr liegen lasst, wird nicht nachproduziert, wird nicht irgendwelche Ressourcen der Erde verschwendet. Und das müssen wir einfach anfangen für unsere Kinder. Ich stehe nicht hier für mich, ich stehe hier für meine Kinder, damit meine Kinder eine Zukunft haben, eine friedliche Zukunft haben, in der sie sich entwickeln können. Und ich stehe hier für alle Kinder, ich stehe hier für alle Menschen auf der Welt. Und wenn ich dieses unsägliche Leid überall sehe und wenn ich dann sehe, wie viele Menschen immer noch nicht berührt sind, immer noch nicht erwacht sind, dann werde ich traurig. Ich werde nicht wütend, ich werde traurig. Aber das können wir ändern. Redet einfach nächste Woche mit 2, 3 Leuten über diese Themen. Bringt sie mit, damit immer mehr Menschen hierher kommen. Und zwar weltweit. Jeden Montag. Dankeschön. Ja, danke schön.